die im 13. Jahrhundert errichtete und unter Denkmalschutz stehende Burg Golling hat sich als qualitativer Veranstaltungs- und Kulturmittelpunkt im Tennengau etabliert und ist im Sommer Hotspot für Kulturinteressierte. Die heurigen Festspiele stehen unter dem Motto »Die Leichtigkeit der Kunst« und werden erstmals von einer gleichnamigen Ausstellung begleitet. Dieses Thema haben wir auch für unsere Ausstellung genommen. Jetzt haben wir eigentlich Bilder genommen, die eben diese Leichtigkeit ausstrahlen. Es war kein fixes Thema vorgegeben. Für die Ausstellung ist zwar kein fixes Thema vorgegeben, aber eines wollen die Organisatoren nicht. Was wir nicht haben wollten, eine Ausstellung, die nicht konform oder passend ist zu den Festspielen. Das heißt, wir wollten keine zeitkritischen, wir wollten keine politischen Themen, auch keine Bilder oder Werke, die negative Assoziationen in sich tragen. Da man für eine Ausstellung, bei der 16 Künstler rund 40 Werke präsentieren, einen entsprechenden Raum benötigt, wird der Kunstraum Burg Golling geschaffen. Und Gott sei Dank haben wir jetzt einen wunderschönen Raum, den Kunstraum hier in der Burg Golling, im dritten Stock des Campus, der breiteste Teil der Burg, wo wirklich vier Räume sind, die zusammen doch eine Möglichkeit geben, um wirklich Ausstellungen hier zu machen. Und haben uns vorgenommen, heuer erstmals während der Festspiele die Ausstellung verbunden auch mit dem Thema der Festspiele, die Leichtigkeit der Kunst hier zu präsentieren. Dass dieser Kunstraum künftig auch rege genützt wird, hat sich der Tourismusverband Golling zur Aufgabe gemacht. Wir wollten einfach hier einen neuen Schwerpunkt setzen. Die Burg Golling hat sich als Veranstaltungslocation und vor allem auch als Kulturmittelpunkt in den letzten Jahren gut etabliert. Und diese neuen Räumlichkeiten sollen eben Künstlern für Vernissagen, für Ausstellungen zur Verfügung gestellt werden. Es soll eine Kunstakademie entstehen, es sollen Malworkshops angeboten werden. Und mit diesem Kunstraum Burg Golling haben wir eben jetzt die Möglichkeit, das anzubieten. Die beiden Kuratoren sind aber nicht nur Organisator, sondern auch Künstler. Marcella Kretz holt sich ihr Motiv aus der Gegenwart, die Festspiele auf der Burg Golling. Und in dem Fall war immer im Hintergedanken, also die Hommage an die Festspiele. Ich habe gewusst, es gehört die Burg rein, die Kirche rein, es gehört der Döllerer rein natürlich, weil der Döllerer ja derjenige war, der eigentlich die Festspiele ins Leben gerufen hat. Erwin Karl hingegen geht in die Ursprünge des Christentums zurück und lässt sich von einem großen Künstler inspirieren. Das Jesusmotiv ist zum einen entstanden aus einem Zyklus, den ich gerade in Arbeit habe, seit 1,5 Jahren, wo ich alte Meisterbilder und in diesem Fall Leonardo da Vinci, das letzte Abendmahl, in die heutige Zeit holen möchte. Die Ausstellung Leichtigkeit der Kunst kann man bis 30. August während der Veranstaltungen der Gollinger Festspiele bzw. zu den Öffnungszeiten des Museums besuchen.